Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ETS 2 hier auf meinem Kanal. So, die erste Tour hier in der finalen Version. Wir müssen nach Hamburg. Und da fahren wir jetzt mal hin. Und wir müssen auf jeden Fall einmal den Sensor aktivieren. Und aufpassen hier in Berlin, von wo wir jetzt aus losfahren. Wir fahren hier von der Vattenfall. Wir haben übrigens Blei hinten drin. Ich weiß gar nicht, ob das pulverisiert ist oder sowas. Oder wie das genau funktioniert. So. Irgendwann kriege ich noch mal raus, wie diese Brücke heißt. Es liegt mir auf der Zunge, aber... Ich denke mal, dass hier vielleicht irgendwann auch noch mal dieser S-Bahn-Übergang hinkommt, der hier fehlt. Und wir müssen hier vorsichtig fahren. Hier gibt es mehr Blitzkisten als alles andere. Wenn der neben uns losfährt, dann fahren wir auch. Oh, drei Tanklaster hier unterwegs, wa? Ihr meint's aber auch gut hier, ne? Aber wenn es hart auf hart kommt, blitzen sie sowieso nur uns und nicht die anderen. Das ist so. Ich müsste mal blinken. Pass auf, fahr vor oder lass es. Ich muss auf jeden Fall irgendwie... irgendwie rein. Mit dem Trigger hat er das nicht immer so, ne? So, wir sind im Übrigen auf dem Weg nach Hamburg. So, hier einmal rechts ab. Oh, es hat aufgehört zu regnen. Das ist schön. Ne, hier regnet es wieder. Da war eine Stelle, hat es nicht geregnet. Das war so eine Wettergrenze. Habe ich als Kind mal erlebt. Habe ich noch in Stemwede-Lefern gewohnt. Da hatten wir ein Reihensiedlungshaus. Und wie war denn das? Spielt eigentlich auch keine Rolle. Unser Haus war die Wettergrenze tatsächlich. Vorm Haus hat es geregnet. Dahinter im Garten hinten schien die Sonne. Das war schon sehr, sehr interessant. So. Boah, überall diese Scheißdinger, ne? Ich habe übrigens was gesehen vorhin. Wir müssen, glaube ich... Nee, doch nicht. Ich habe gedacht, da würde... eine Latüchte fehlen, aber dem ist nicht so. Ich habe übrigens den diesen Traffic Density Mod ausprobiert. Diese Traffic Density Mod ausprobiert, die funktioniert hier aktuell noch nicht. Da heißt es dann Änderungen am Spiel festgestellt und das ganze System stürzt dann ab. Also der will auf gar keinen Fall im Moment. So, 6.27 Uhr. Es ist noch reichlich wenig los hier heute früh. Ja?
ich hätte hier irgendwie mich anders einordnen müssen, aber egal. Vorne geht es dann für uns auf die Autobahn. Eigentlich wollte ich in dieser Folge komplett in Hamburg ankommen. Wir dürfen alle 100, nur ich nicht. Richtung Nauen gesperrt. Okay, Richtung Hamburg können wir, ja? Also hier jetzt rein. Ich glaube, hier hatten wir ein bisschen Aquaplaning gerade, aber egal. So, Hamburg. Auf geht's. Auf geht's. Hier fahren wir rechts raus. Könnt auch mal in den 12. schalten. So, auch hier raus. Und da vorne scheint der Regen nachzulassen. Wir fahren aus diesem Regengebiet raus. Gut, Hoffnung stirbt zuletzt. Aber in Hamburg muss ja immer Schiedwetter sein, ne? Sonst geht das ja nicht. Hamburg, Küste, immer Schiedwetter. Ah, ich glaube, ich würde gerne in so einer Küstenstadt wohnen. Jetzt so Hamburg, Cuxhaven, Kiel, Rostock, Stralsund ist, glaube ich, auch an der Küste. Irgendwie so Lübeck, Travemünde. Ja gut, Lübeck ist nicht ganz so an der Küste, aber auch nicht weit weg von da. So, Bremen, Hamburg. Was haben die bei diesem FH eigentlich alles geändert? Ist das Cockpit hier auch anders? Das kommt mir irgendwie anders vor. Kann das? So, Elefantenrennen. Ich fahre 10 km/h schneller als du, also überhole ich dich jetzt.
Aber vielleicht mache ich hier wirklich mal so ein bisschen Radioprogramm. Mal gucken. Eigene MP3s hier reinfüllen und die ich auch spielen darf, falls sie mir gehören. So querbeet. Von Opa bis Country alles drin. Ach ja, Rasthof Stolpe. Kennt man. Da hinten qualmt irgendwas. Entweder ist da Industrie. Oder da ist was verunfallt. Wo haben wir die denn? Hinter uns, wa? Oder aus der Gegenfahrbahn? Aber die Karre da hinten, die hält sich verdächtig zurück. Okay. Scheint aus der entweder von der Brücke oder aus der Gegenfahrbahn gekommen zu sein. Ich sehe nichts blitzen. Wo ist der? Wo war der? Auch wieder gegenrichtig aus der Gegenfahrbahn? Kann man ja machen, ne? Ne, der muss hinter uns sein. Da ist der. Five Miney. Der wird uns auf den nächsten 145 Kilometer noch ein paar Mal. Ja, da ist er. Noch ein paar Mal blitzen. Vielleicht sollte ich. Pass auf. Gucken, ob Trick 17 hilft. Junge, wirst du immer teurer oder was? Trick 17 hat geholfen. Wunderbar. Wenn man ihn ausfindig gemacht hat, überholen lassen. Na guck, jetzt ist Ruhe, ne? Polizei ist weg und schon scheint wieder die Sonne. Das ist doch unglaublich. 118 Kilometer noch. So, hier geht's jetzt rüber und dann sind wir gleich. Gleich ist gut. Gleich in Hamburg. Ja gut, 90 Kilometer ist jetzt nicht mehr die Welt. Also wir können die Elbe quasi schon riechen, ne? Ich glaube, das wäre fast ins Auge gegangen. Junge, das war knapp.
Wir fahren geradeaus weiter. Ich habe das wirklich im letzten Moment gemerkt, eben da hier, dass es. Ich glaube, der hat sich. Ich hätte das jetzt gerne aus der Außenperspektive gesehen, aber. So, wir bleiben hier drauf. In Hamburg dann natürlich erstmal schlafen, in unsere Garage anschließend. Toll. Oh, nee. Der vom Unfall oder ist schon wieder so ein Haiopai hinter uns? Ich glaube, das war der von der Unfallstelle. So, jetzt müssen wir hier mal gucken, dass wir hier korrekt fahren. Wir müssen hier raus. Ja, zwei extravagante Manöver heute schon. So, Flensburg-Kiel, Hamburg-West, ist ja egal, an welcher Seite wir nach Hamburg reinfahren. Sollten wir aber gleich angekommen sein. Haben wir natürlich wieder etwas längere Fahrzeit, etwas längere Folgenzeit, aber passt. Was fährst du denn davon? Auch ein Kögel? Ich weiß gar nicht, was ich hinten dran habe. Auch ein Kögel? Ich werde mal gucken. Ja. An beide Kögel. Lass einfach mal rollen, dann hängen wir dem schon gleich von alleine hinten auf der Stoßstange, glaube ich. Geht es auch schon wieder raus, ne? Oh Mensch, das riecht schon so richtig nach Seeluft hier, ne? Ich finde Hamburg selber, Hamburg Hafen vor allen Dingen, stinkt nach Fisch, oder? Das riecht nicht sonderlich gut. Da schon mal so eine. Ich hoffe, dass SCS diese Kölbrandbrücke hier erhält. Wenn sie im Realen auch abgerissen wird. Sag mal, wo kommt der denn her? Zu dumm oder so? Hat er meinen schönen neuen LKW kaputt gefahren? Das hat er absichtlich getan. Ah ne, wir müssen hier rechts.
Warum ist der jetzt stehen geblieben? Kann mir das irgendeiner erklären? Mann, du. Wie im realen Leben. Müssen wir hier echt eine Lokumfahrung machen oder was? Ist nicht euer Ernst, oder? Ah ne, hier rein. Okay. Das sah jetzt ein bisschen komisch aus auf dem Navi. Aber okay, passt. Hamburger Hafen, jawohl. Da vorne ist unser Empfänger. Liebe Leute, wer noch nicht hat, gerne abonnieren, kostet euch nichts. Aktiviert die Glocke, dann erfahrt ihr, wenn es was Neues gibt auf dem Kanal. Wer den Kanal unterstützen möchte, kann auch das tun. Ansonsten... sage ich jetzt einfach mal... ja, es passt, das war gerade... war gerade ein bisschen irreführend. Das sah nämlich von weitem so aus, als wenn diese Trigger hier auf der anderen Seite der Schranke sind. Das war so ein bisschen... hm. So, komm, mach auf. Da müssen wir hin. Guck mal. Kommen wir da irgendwie rein, indem wir von hinten rumfahren? Wahrscheinlich weniger, wa? Kamera ist jetzt ein bisschen blöd. Ich glaube, das wird nichts. Oder doch? Das war eine scheiß Idee, oder? Nö, okay. Lass man doch einfach so stehen. In diesem Sinne, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Seid morgen wieder mit dabei. Und bis dahin sage ich erstmal ciao, ciao. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.